Obwohl ich es mir gegen meinen Vater als nützlich erwies, so vertraute ich doch dem Rat meiner Mutter. Mittlerweile sehe ich auch die Weisheit dahinter. Meerwald ist ein Extrembeispiel, aber eines, mit dem ich mich Jahr für Jahr mehr identifizieren kann. Ja, das ist hart, wenn wir an Meerwald denken. Der ist ja richtig wahnsinnig geworden durch seine ganzen Erinnerungen. Dass er ein Engvitaner war, der grausame Sachen gemacht hat, und dann ein Soldat, der sich an den Engvitanern gerächt hat. Könnte ich direkt mit dir sprechen? Er wirft anstrengend die Stirn in die Falten. Ihre Usurpation sind unangenehm genug. Ich giere nicht darauf, sie mehr als notwendig in mein Bewusstsein hineinzulassen. Okay, dann lassen wir das mal. Das ist alles. Ah. Gut. Das hat uns leider keine Runde hier beschert. Das wäre auch schon schön gewesen. Gut, okay. Quest 2. Zweiseitig. Ja, das ist die Quest, die dort abgebrochen wurde, als Alof draufgegangen ist. Alof offenbarte, dass in ihm Iselmir lebt, eine erweckte Seele. Er bat mich um Hilfe, einen Experten zu suchen, der sein Dilemma versteht. Alof erwähnte, dass es in Tutzbuch eine Einrichtung gibt, die in dem Studium seelischer Krankheiten gewidmet ist. Das muss derselbe Ort sein, den ich in der Vision des Akolyten gesehen habe. Vielleicht könnte ich dort jemanden finden, der etwas über die erweckte Seele weiß. Anscheinend haben wir im Sanatorium von Farnheim die größten Chancen, jemanden für Alof zu finden. So, ich suche jetzt mal den nächsten Justizitar. Wie spricht man die noch mal aus? Hallo, Kumpel mit dem schicken Hut. Naja, ich hätte auch woanders hinlaufen können. Egal. Hier am Turm müssten ja welche stehen, oder? Ja. Justizia. So heißen die. Ich suche nach einer Gegend mit einem mit einem Turm. Er befindet sich in der Nähe eines Friedhofs. Dann hör besser auf zu suchen. Du meinst das Viertel Erbhügel. Da drüben kannst du den Turm sehen, der über den Mauern des Viertels ragt. Der Justiziar deutet nach Nordwesten. Dort ist aber etwas vorgefallen. Jetzt lassen sie keine Leute mehr rein und keiner der Ritter möchte dort in der Nähe Dienst tun. Bleib besser weg, da wird dir dein Leben lieb ist. Wo werden in Tritzburg die Verrückten weggeschlossen? Hier gibt es nur einen Ort, wo sie aufgenommen werden, das Sanatorium von Farnheim. Ich habe gehört, dass sie einem dort die Seele behandeln können, sie vom Wahnsinn befreien. Von dort kommen aber ebenso viele Geschichten, die einem das Blut gefrieren lassen. Im Sanatorium gibt es einen Mann, wenn man ihn das nennen will, Ettelmoor. Er ist der Oberwärter. Wenn du auf Besuch bist oder dich selbst einweisen willst, dann solltest du mit ihm reden. Okay, also auf nach Farnheim. Kümmern wir uns erst einmal um den Verrückten im Sanatorium. Das klingt etwas leichter, als in den Turm der Untoten einzudringen. Ah, das Spiel macht schon wieder so richtig viel Laune. Ich liebe dieses Spiel echt. Ist ja fast schon schlimm, dass ich gleichzeitig Baldur's Gate noch spiele. Habe ich sozusagen die doppelte Dröhnung. Vor allem, weil beide Spiele irgendwie gleich anstrengend sind. Wobei es jetzt hier bei Pillars of Eternity daran liegt, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf Hoch und Experte gestellt habe. Weil das geht es für sich aus ja schon schwierig, wenn ich es auf Normal spiele. So. Hey, super Oberchefstatue. Good day to you. Bist du der Beseeler, der Relikte von dem Mattel gekauft hat? Es gibt einen großen und berüchtigten Schwarzmarkt für nicht kategorisierte vitalische Relikte. Ich hatte mich tunlichst von ihm fern. Weiß hier jemand etwas über Erweckungen? Eine Beseelerin im Unterstockwerk ist den ganzen weiten Weg von Revoir gekommen, um sie zu studieren. Geht über die Treppe hinunter und sucht nach Bellasesh. Ihr könntet ein Mitglied des bleiernen Schlüssels in eurer Mitte haben. Ettelmoor stöhnt und der Stein um ihn herum bebt. Ich hätte darauf verzichten können, das zu hören. Wie oft haben sie sich in unsere Angelegenheiten eingewischt? Natürlich kann man selten sicher sein, ob sie die Finger im Spiel hatten oder ob das Unglück von allein zugeschlagen hat.
aber einige ihrer weniger fähigen Infiltratoren wurden hin und wieder enttarnt. Sie sind ein konstantes Ärgernis. Erneut muss ich bemerken, wie neidisch ich auf deine Gaben bin. Sie sind gewiss äußerst nützlich, wenn man seine Identität bestätigen möchte. Du stehst ebenfalls im Zwist mit den bleibenden Schlüssen, nehme ich an. Sie führen etwas im Schild und ich will herausfinden, was. Sie haben etwas, was ich brauche. Mir gefällt nicht, wofür sie stehen. Sie führen etwas im Schilde. Sie führen immer etwas im Schilde. Dessen kannst du dir gewiss sein. Wenn du ihre Pläne in ihren Plänen eine Rolle spielst, so hast du mein vollstes Mitgefühl. Du hast einen Hinweis, wer diese Person sein könnte. Ich nehme an, dass es ein Patient ist, das weiß ich erst, wenn ich hier begegnet bin. Es wäre unklug, irgendjemanden auszuschließen. Das weiß ich erst, wenn ich hier begegnet bin. Also gut, in diesem Fall würde ich empfehlen, dass du zunächst mit unseren Beseelern sprichst. Sie haben regelmäßig mit Patienten wie auch mit Kollegen zu tun. Du findest sie hier oben oder in ihren Büros unten. Du wirst als Verdächtige sofort melden, das ist meine einzige Bedingung. Gut. Und ich würde gerne meine Haube hier tauschen. So. Du kannst das haben. Können wir mal wieder was Schickes kochen? Wow, wir könnten ganz viel Bauernaufstrich machen. Bewegungsgeschwindigkeit und Macht. Dunkle Rautai-Kekse könnten wir nur eins machen. Reispfanne auch. Süße Rautai-Pastete. Bauernaufstrich. Brauchen wir für sonst Mehl und Fisch für einen Auflauf? Drachen-Eigericht? Braucht man ein Drachenei für? Drachenfleischgericht? Duck-Rinderbraten? Eintopf, herzhafte Pastete, Perlholzhuhn. Also ich sehe nichts, wofür ich Öl, Milch und Ei noch bräuchte. Ah doch, hierfür, für Drachenei-Gerichte. Duck-Rinderbraten, dunkle Rautai-Kekse bräuchten Eier. Verfassung, Wahrnehmung, Max Gesundheit für. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Eintopf, bräuchte keine Eier. Herzhafte Pastete auch nicht. Perlholzhuhn, Rautai-Süßpastete. Machen wir mal zwei hiervon. So, dann haben wir wieder mehr zu essen. Und Alof, du ziehst mal den. Kann nur verwendet werden von Waldläufer. Okay. Wendelring des Trotzes, also das ist ein Halsgegenstand. Dann bringt er ja so mal gar nichts. Schade. Ganz ehrlich, die ganzen Zauber mit dem Feuerfächer und so. Oh, das kannst du da reinpacken. So, nur die Tränke bleiben draußen. Haben wir eigentlich einen guten Degen zufällig? Bist du ein Degen oder ein Rapier? Du bist ein Rapier. Ja, dann kriegst du mal ein gutes Rapier für alle Fälle. Okay. Hast du uns was zu sagen? Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Weißt du etwas über Weckung? Ich fürchte, das ist nicht mein Fachgebiet. Okay, du weißt nichts. Mit dir können wir nicht reden. Das sind nur Edelmänner, Sanatoriumswächter, Beseeler. Eigentlich müssten wir mit dem mal reden. Nanz. Nanz muss sich mit den kleinen intelligenten Augen. Kann ich dir sonst noch etwas helfen? Weißt du etwas über Weckung? Nicht vielfürchtig, aber das Sanatorium zieht Fachleute von überall her an. Ich bin sicher, irgendjemand hier kann dir helfen. Ich untersuche die Möglichkeit, dass der bleibende Schlüssel sich ins Sanatorium angeschlichen hat. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Oh, ich fürchte, ich bin zu sehr mit meinen Forschungen beschäftigt, um Zeug auf dem Schwarzmarkt zu vertickern und zu bemerken, was um mich herum vor sich geht. Aber vielleicht weiß einer der anderen Beseeler etwas. Okay. Sanatoriumswächter.
Ihr seid Beseeler. Die haben aber auch nicht wirklich was Interessantes zu sagen. Deswegen gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Dort haben wir ja noch unsere, die beiden anderen Beseeler. Die eine, die uns mit dem, mit Anlauf helfen kann, hoffentlich. Und der andere, den wir fast umgebracht hätten. Oh, dem können wir ja Bescheid sagen, dass der Nekromant tot ist. Der Lich, besser gesagt. Ja, ja. So sieht meine Formation doch ein bisschen besser aus. Gut. Bist du noch hier? Ja. Hallo. Helig ist tot, endgültig. Mordet allen lang. Da bin ich beruhigt. Du hast der Besehung einen großen Dienst erwiesen. Dem Sanatorium und mir. Danke sehr. Ich habe gern geholfen. Good day to you. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Diese Valianerin erforscht sie, sagt man. Du solltest lieber mit ihr sprechen. Ist hier in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen? Du belebst für Scherze. Wir sind im Sanatorium. Hier ist nichts gewöhnlich. Er stockt. Aber jetzt, wo du es sagst, die Patienten scheinen in letzter Zeit unruhiger. Aber sie sind Ketban Asos Zuständigkeit, nicht die meine. Mordred nickt und atmet tief durch. Wenn das alles war... Okay. Hallo, du? Ja, das hatten wir eigentlich schon mal. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Sie lacht verbittert. Tja, das bin wohl ich. Auch wenn der Mangel an Versuchspersonen mich jetzt zu einer Expertin im Zählen von Dielenbrettern gemacht hat. Eine Dielenbrett, zwei Dielenbretter, drei, Mist, verzähl nochmal von vorne. Ich möchte den Erfolg der Beseelung in der Stärkung vorerweckter Seelen nachbilden, um bereits erweckte Seelen zu besänftigen. Aber ich brauche Versuchspersonen und die meisten Patienten sind im schlechten Zustand, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Das ist eine Tragödie, dass es so weit gekommen ist. Für nichts und wieder nichts. Das Glück, ich habe einen Freiwilligen. Sie springt auf, strahlend. Gelade? Wer ist da? Aber auf Silvien kreuen sich skeptisch, ich weiß nicht. Sie grinst noch breiter. Zier dich nicht, es ist völlig harmlos. Du musst dich nur in den Käfig dort stellen. Ja, warum nicht? Aber hallo, Verzeihung? Ich scherze, ihr Edirado seid so verspannt. Ich weiß nicht einmal, wofür das Ding verwendet wird. Es gehört wohl dem letzten Bewohner dieses Büros. Sie haben ihn hochgestuft. Er hat jetzt seine eigene Zelle. Super, das macht ja schon mal sehr... Das ist schon mal sehr beruhigend. Und wieder, ich scherze. Okay, die ist cool. Sie reibt die Hände zusammen und kommt zur Sache. Also, du musst dich hier hinsetzen. Sie ergreift alle auf meine Schultern und führt dich zur Couch. Und versucht dich zu entspannen. Aber versuche es nicht zu sehr, sonst bist du nicht entspannt. Ja, die ist echt toll. So eine Psychiaterin hat man doch gerne. Wohl wahr, seine Augen sind humorlos. Und du musst diese hier anziehen. Etwas kalt, aber das Kupfer hilft dabei, deine Essenz zu leiten. Die Beseelerin befestigt dicke Kupferbände an Alofs Stirn und Handgelenken. Als sie sie enger zieht, zuckt sein Gesicht kurz, ansonsten zeigt er seine Irritation aber nicht. So, ich werde deine Seele nur durch mein Sichtrohr untersuchen. Sie holt aus ihrem Schreibtisch eine lange in Kammern unterteilte Röhre. Die Seite des Geräts ist gesäumt mit Knöpfen, Skalen und kleinen Zahnrädern. Das klingt jetzt so, als ob sie Optikerin wäre. Es ist mit Adralinsen von unterschiedlicher Dicke und Krümmung ausgestattet. Indem ich sie manipuliere, finde ich die Winkel und Dichte, die es mir erlaubt, die Anomalien in deiner Seele zu verfolgen. Wie aufregend. Eine solche Aufführung habe ich noch nie miterlebt. Kada, wir sind nicht beim Theater. Kada blickt interessiert auf das Gerät. Es scheint angemessen kompliziert zu sein. Heißt es, dass wir länger mit Isimir sprechen dürfen? Ich mag die Frau. Ist Edda verliebt? Sie hebt einen Finger. Doch zunächst müssen wir diesen gerissenen Eindringling aufspüren. Du wirst einige persönliche Fragen beantworten, während ich Anpassungen vornehme. Viel Glück, es wäre leicht, deine besoffene Brainpriester nicht antworten zu lassen. Oh. Vor allem, da Brainpriester immer in Rätseln reden. Hallo, findet sich auf der Couch. Nun gut.
Sie hält das Sichtrohr an ihr Auge und betätigt einen Knopf. Fangen wir an. Erzähl mir etwas Persönliches, etwas aus deiner Zeit vor deiner Erweckung. Es gibt nichts zu erzählen. Ich war ein ganz gewöhnliches Kind im Sifwald. Nicht Sifwald, Sifwald. Hat nichts mit den Jedis zu tun. Und den Sif. Er blickt dich an. Sein Ausdruck ist voller stummer Skepsis. Und er sieht sich jedoch an die harten Kanten der Besorgnis anzeichnen. Welche Erinnerungen hast du an dein Zuhause? Als du mit Alof sprichst, spürst du deine Stimme wie eine Glocke in deiner Brust. Sie schlägt sanft und lockt ihn in die Nebel seiner eigenen Erinnerung. Belasesh scheint nichts zu bemerken, doch du spürst, wie deine Worte seine Essenz besänftigen und ihre vielen Fäden verwirren. Er schließt die Augen. Gemütlich, bescheiden, ruhig. Wenn Motto fort ist, war sie fast immer, was sie fast immer ist,